Hier handelt es sich um eine Auftragsarbeit für ein Museum. Meine Aufgabe war, einige Exponate für einen Katalog zu abfotografieren. Die Vorgabe war, die Objekte freizustellen und mit einem weißen Hintergrund zu versehen. Dass sich die Objekte in einem alten Lagerraum befanden, musste ich improvisieren, um einigermaßen zufriedenstellende Ergebnisse zu bekommen. Zur Verfügung hatte ich zwei Softboxen und ein Gestell mit weißem Leintuch als Hintergrund. Da ich von vornherein wusste, dass ich die Aufnahme nachträglich bearbeiten muss, habe ich mich entschieden, die Fotos um einen Lichtwert zu unterbelichten, um Überbelichtung vorzubeugen und für die Nacharbeitung genug Spielraum zu haben. Die Verarbeitung wird in zwei großen Schritten geschehen. Zunächst werde ich mit Darktable die grundlegende Korrekturen machen und anschließend das Bild mit GIMP für die Veröffentlichung im Katalog vorbereiten. Okay, lass uns mal starten. Als erstes möchte ich gerne die Belichtung korrigieren. So um zwei Lichtwerte vielleicht. Und Weißabgleich. Ja, das sieht gut aus. Als nächster Schritt möchte ich gerne ein bisschen lokalen Kontrast dem Bild geben. Ja, vielleicht noch eine Instanz, so dass die Textur des Pferdes gut zum Ausdruck kommt. Ja, das ist in Ordnung so. Und jetzt möchte ich gerne noch Objektivkorrektur machen. Muss ich allerdings meinen Objektiv hier finden. So. Und chromatische Aberration. Ich schaue mal, wie das Bild jetzt überall aussieht. Ja, das sieht gut aus. Ich sehe das hier unten. Ach, hier gibt es noch ein bisschen. Das könnte man vielleicht mit dem Defringe-Modul korrigieren. Ein bisschen. Ich nehme diese Local Average-Option. Hier ein bisschen Radius und Schwelle. Schauen, ob sich da was ändert. Ja, sieht besser aus. Vielleicht noch höher. Ja, so in etwa. Mal schauen, ob ich dadurch woanders irgendwelche Artefakte bekommen habe. Ja. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Okay. So, ich schaue mal, wie es mit Rauschen aussieht. Ja, es scheint ein bisschen Rauschen vorhanden zu sein. Das könnte man mit Entrauschen-Filter machen. Ich benutze sehr gerne Wavelets für diese Zwecke. Die scheinen viel Details zu bewahren. Besser als diese Local Means. Und wenn ein bisschen verrauscht ist, ist es nicht so schlimm. Ja, schauen, wie weit ich gehen kann. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung vorher, nachher. Ja. Das ist ausreichend gut. So, als nächstes eventuell ein bisschen mehr Kontrast geben mit Farbbalance. Schauen, wie weit ich gehen kann. Ja, das ist zu viel. Vielleicht ein bisschen. Nee.
ein bisschen Power auf erhöhen. Also wenn es ein bisschen überwältigt ist, ist es nicht so schlimm. Hauptsache die Figur selbst ist nicht damit beeinflusst. Okay. Das scheint gut zu sein. Als nächster Schritt vielleicht machen wir noch eine Instanz von Farbalance, um die Helligkeit des Objekts selbst ein bisschen zu erhöhen. Also wir starten eine neue Instanz von Farbalance und um Objekt aufzuhellen, nutzen wir eine parametrische Maske. Am besten mit Farben. Mal schauen, was passiert, wenn ich jetzt nur Rot und Gelb. In der Maske lasse. Ja, passiert nicht sehr viel. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Das Objekt hat die Farbe im Unterschied zum Leinwand im Hintergrund. Das heißt, vielleicht könnten wir ein bisschen mit Sättigung versuchen. Ich schalte nochmal die Maskenanzeige an. Ah ja, es geht besser. Mal schauen, ob ich Objekt einigermaßen isoliere, ohne den Rest zu beeinflussen. Ja, sowas vielleicht. Ja, okay. Mal Feathering ein bisschen erhöhen. Ja, Maskenkontrast. Und der Kraft ist vielleicht zu viel. Wir gehen jetzt einen Schritt zurück. Ja, so. So sieht gut aus. Also wir haben jetzt die Maske. Und jetzt erhöhen wir einfach die Helligkeit. Das können wir auch hier mit Gamma zuerst. Nicht zu viel. Und auch mit Faktor. Und eventuell noch ein bisschen Kontrast dazu. Mal gucken, wie weit ich gehen kann. Also, hier fängt schon an, überbelichtet zu sein. Also vielleicht ein bisschen weniger. Okay, lass uns mal schauen. Vorher. Nachher. Ja, das ist in Ordnung so. So, die Frage ist, ob wir noch was machen müssen. Nee, ich würde damit mit Darktable abschließen. Und wir werden jetzt das Bild exportieren und wir setzen unsere Arbeit in GIMP fort. So, wir befinden uns jetzt in GIMP. Ich habe in Darktable das Bild als 16-Bit-TIFF exportiert und in GIMP geladen. Und als erstes, was ich jetzt mache, ich möchte gerne das Bild umwandeln, die Präzision in 16-Bit, Floating Point und lineares Licht. Ich habe festgestellt, wenn man Bild in linearem Farbraum bearbeitet, hat man weniger Artefakte, besonders wenn man die Pinsel nutzt. Also es gibt feinere Übergänge. Und deswegen habe ich das jetzt umgewandelt. Und als nächstes mache ich eine Kopie der Ebene und möchte vielleicht ein bisschen Kontrast erhöhen. Ja. So. Okay, und vielleicht ein bisschen Sättigung. Geben. So.
Das dürfte reichen. Wir werden jetzt unsere Figur freistellen. Und bevor wir das tun, möchte ich gerne die letzte Ebene duplizieren, so dass ich dann nachträglich einen Vergleich habe. Und Freistellung machen wir mit Freistellungstool. Das ist einer der stärksten Werkzeuge, was GIMP anbietet. Und als erster Schritt müssen wir unserem Pferd maskieren, grob, mit Hilfe einer Kurve. Also das muss jetzt nicht perfekt geschehen, aber umso besser, umso präziser wird das Algorithmus dann unserem Pferd freistellen. Also es lohnt sich, sich Mühe zu geben. So, mit Enter-Taste bestätigt man dann diesen Auswahl. Und wir haben unseren Pferd erstmal grob maskiert. So, durch diese Maskierung haben wir dem Algorithmus gezeigt, wo sich unser Objekt befindet. Das heißt, wir haben auch ihm gezeigt, was wir nicht haben wollen. Alles, was hier so dunkelblau ist, wollen wir nicht haben. Und in diesem hellblauen Bereich befindet sich unser Objekt. Jetzt im nächsten Schritt haben wir die Möglichkeit, das Objekt noch präziser zu definieren. Und dafür haben wir hier rechts drei verschiedene Möglichkeiten. Also Draw Foreground meint, die Vordergrund zu malen. Das heißt, wir können mit diesem Pinsel den Algorithmus zeigen, was unbedingt zum Objekt gehört. Mit Option Draw Background oder male den Hintergrund zeigen wir ihm weiterhin, was wir nicht haben wollen, was nicht zum Objekt gehört. Und diese unbekannte Draw Unknown, das ist der Bereich, wo der Algorithmus versucht, die Grenze zwischen Objekt und Hintergrund zu finden. Also zuerst möchte ich gerne das Hintergrund noch mehr verdeutlichen, weil wir hier haben noch ein paar leere Plätze, die unbedingt von dem Objekt getrennt werden müssen. Und dann werde ich mal dieses Pinsel wählen. Suche die entsprechende Größe für den Pinsel und male nochmal diese Bereiche. Und wie gesagt, umso präziser, umso besser. So wie ihr seht, jetzt werden auch diese Bereiche blau, das heißt, wir zeigen dem Algorithmus, dass wir diese Bereiche nicht brauchen. Das gehört zum Hintergrund. So, wir haben jetzt Hintergrund komplett maskiert. Und im nächsten Schritt zeigen wir dem Algorithmus, was wir unbedingt haben wollen. Das heißt, wir werden jetzt den Vordergrund malen. Gleiche Prozedur, wählen wir den Pinsel und dann Pinselgröße und fangen wir an. So, wir haben jetzt Maskierung beendet. Wir haben jetzt Hintergrund gezeichnet und Vordergrund und in diesem hellgrauen Bereich wird dann der Algorithmus versucht zu errechnen, wo sind die Grenzen des Objekts. Für diese Errechnung haben wir zwei Algorithmen zur Verfügung.
einmal Mething Global. Und das ist ein schnelles Algorithmus, der allerdings nicht so präzise ist. Und als zweite Option gibt es dann Mething Levin. Der ist viel besser, aber er ist viel langsamer. Wir werden auf jeden Fall zuerst Mething Global benutzen, um zu sehen, inwieweit der Auswahl gut ist. Und wenn alles gut funktioniert hat, werden wir dann den zweiten Algorithmus benutzen, der uns das viel präziser macht. Algorithmus startet man, indem man einfach den Enter-Taste drückt und er fängt dann zu berechnen. So, wie es aussieht, das ist ziemlich gut. Also wir können ruhig, also eigentlich könnte man schon fast so lassen, aber ich würde gerne nochmal probieren, auch Mething-Levin-Algorithmus, um zu schauen, was uns dieser Algorithmus bietet. Der ist allerdings viel langsamer und es dauert eine Weile. So, jetzt ist er fertig und wie es aussieht, er hat sehr schön ausgewählt. Und wenn wir damit zufrieden sind, klicken wir einfach hier auf Select und Auswahl ist da. Jetzt könnte man diesen Auswahl kopieren. Ich mache das normalerweise, versuche ich diese Selektion immer in einen Kanal zu speichern, dass man es eventuell später verwendet. Und jetzt kann man wieder zurückgehen in die Ebenen und mit Steuerung C kann man den Auswahl kopieren und dann mit Steuerung V kann man in die neue Ebene speichern. Wir schauen mal, wie er aussieht. Ja, er sieht perfekt aus. Super ausgewählt. So, jetzt haben wir das Objekt freigestellt und müssen uns um Hintergrund kümmern. Die einfachste Version wäre, wenn man jetzt einfach eine neue weiße Ebene kreieren könnte. Das geht relativ einfach, indem man Ebene darunter anklickt und dann hier eine neue Ebene kreiert. Die Farbe ist Hintergrundfarbe. Und jetzt haben wir faktisch das Objekt in einem neutralen weißen Hintergrund. Aber das sieht nicht so elegant aus. Vor allem fehlen da die Schatten und das Objekt scheint zu schweben. Eine elegantere Möglichkeit ist, dass man eigentlich die Ebene, was wir schon haben, ausnutzt. Also ich würde das jetzt mal rückgängig machen. Diese Ebene, was wir hier haben, weil hier sind auch die Schatten. Und zuerst müssen wir aber unsere Figur aus dieser Ebene entfernen. Und das machen wir so, indem wir in obere Ebene gehen, mit rechter Maustaste Alpha zur Auswahl suchen. Damit haben wir wieder unsere Auswahl. Gehen wir in die untere Ebene und wir entfernen einfach diesen Auswahl. Und jetzt haben wir einfach mal weißen Hintergrund. Hier geht es jetzt darum, diese Schattenteile im Hintergrund zu behalten, ohne diese zerknitterte Teile von Stoff. Und das kann man natürlich machen mit gaussischen Weichzeichner, aber um ein vernünftiges Ergebnis zu bekommen, müssen wir natürlich auch diesen Bereich, wo unser Pferd sich befand, farblich anpassen an Rest des Hintergrunds. Und das kann man machen, indem man einfach einen Pinsel nutzt, am besten sehr groß, vielleicht die Deckkraft ein bisschen weniger. Und sucht man sich im Hintergrund irgendeinen Punkt, wo die Farbe passt, zum Beispiel hier, und malt man dann über dem Pferd oder über diesen Bereich, wo Pferd war, und womöglich immer wieder ein neues Bereich suchen, sodass es farblich, soweit es geht, passt.
Wir müssen aber darauf achten, dass wir diese Schattierungen nicht zerstören. Das heißt, muss man sehr vorsichtig dabei sein. Wobei, hier ist es kein Problem, weil das natürlich jetzt maskiert ist alles. Insofern, wir berühren gar nicht die Schattierung. Also wir können ruhig drüber gehen. So, das dürfte in etwa so sein wie der Hintergrund. Und natürlich hier müssen wir natürlich auch die Schatten fortsetzen in diesem ausgeschnittenen Bereich. Das heißt, wir müssen jetzt die Größe des Pinsels reduzieren und diese Schattenbereiche wählen, vielleicht die Deckkraft ein bisschen höher und an den Rändern gehen, so dass sich gewisserweise diese Schatten fortsetzt in diesem ausgeschnittenen Teil. Immer wieder wählen aus dem Hintergrund. Eine Farbe, die passt. Und dann einfach nur nachmalen. Hier muss man eigentlich nichts viel machen. Vielleicht so. Hier auf jeden Fall. Also es muss in etwa so aussehen wie in unmarkierten Bereich. Es muss auch nicht sehr präzise sein, aber man sollte schon darauf achten, dass man die Grenzen nicht überschreitet allzu sehr. Okay. So, vielleicht reicht das. Ich mache eine Kopie von dieser Ebene, falls da was schiefgelaufen ist. Und jetzt schalten wir die obere Ebene und machen wir, selektieren gar nichts mehr. Und schauen, was passiert, wenn wir jetzt Weichzeichner anwenden. So. Ah ja, es geht los. Das ist vielleicht zu viel. Okay, wir haben jetzt hier die Schattierung. Jetzt können wir auf dem Rest der Ebene, die können wir weiter malen. Oder vielleicht noch ein bisschen. Vielleicht machen wir noch mal einen Kontrast mit Kurven. Bisschen mehr. So. Also uns geht es wirklich nur um diesen Teil hier. Den Rest werden wir dann mit dem Pinsel malen. Und jetzt können wir wieder Pinsel nehmen. Deckkraft vielleicht weniger. Unsere großen Pinsel. Und nehmen eine Farbe, ah, falsch. So, die Farbe und malen jetzt den Rest, was wir nicht brauchen. Na, vielleicht die Deckkraft doch ein bisschen höher.
einfach weg. Also alles, was wir nicht brauchen, können wir ruhig wegmalen. Wir müssen nur darauf achten, dass wir diese Schattierungsbereiche nicht zu sehr verändern, farblich. Und vielleicht nehmen wir jetzt diese Farbe. Ja, das ist besser. Auch hier muss man wirklich sehr vorsichtig arbeiten. Vielleicht so. Und hier natürlich auch. So. Wir haben jetzt faktisch unseren Pferd freigestellt und in meinen Hintergrund angeboten, das viel angenehmer wirkt, weil steht nicht so in der Schwebe. So, die Bearbeitung ist jetzt zu Ende. Ich schaue mal, ob man da was noch machen soll. Vielleicht ein bisschen Kontrast erhöhen. Mit Kurven. Helligkeit und Kontrast. Also. Das ist das Ergebnis. Okay. Das Bild kann man jetzt exportieren und das ist jetzt bereit für das Katalog.